Das ist Bella, 8 Jahre alt, Terrier Spitzmischling, kastriert. Hallo liebe Zuschauer, ja, die Bella ist ein so lieber und anhänglicher Hund, die kann man einfach nur gern haben. Frau Sonnenberg, wie schätzen Sie denn die Bella ein? Also die Bella ist ein Hundhund, sie ist seit 14 Tagen hier. Den Namen Bella hat sie von uns bekommen. Also sie ist in Balge gefunden worden und dann hier abgegeben worden. Ist total menschenbezogen, die Grundkenntnisse kennt sie gut, spielt unwahrscheinlich gerne mit dem Ball und ja, absolut treue Seele. Okay, und wie versteht sich die Bella denn mit kleineren Kindern oder vielleicht auch mit anderen Tieren? Also mit kleineren Kindern haben wir es noch nicht ausprobiert, aber dadurch, dass sie sich auch den Ball aus dem Maul nehmen lässt und so und überhaupt menschenbezogen ist, kann ich mir das gut vorstellen, so mit kleinen Kindern auch umzugehen. Und bei Katzen zum Beispiel, da ist sie letzt von einer Katze weggelaufen, also wird sie mit Sicherheit katzenverträglich sein. Gut, und wie viel Zeit brauche ich für die Bella? Wie beim normalen Hund auch, mehrmals halt am Tag Gassi gehen, vielleicht mal eine Ballspielrunde. Aufgrund ihres Alters hat sie jetzt nun nicht mehr ganz so die Ausdauer. Lange Spaziergänge mag sie auch. Ja, alleine sein, das mag sie nicht ganz so gerne. Deswegen ist es vielleicht ratsam, dass sie in eine wirbelige Familie kommt. Gut, vielen lieben Dank, Frau Sonnenberg. Ja, liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt genauso wie ich die Bella ins Herz geschlossen haben, dann rufen Sie doch einfach hier im Tierheim Drakenburg unter der 050 2484 33 an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.